Auf dem Rückweg von einem Einsatz, du stehst an einer Ampelkreuzung, es ist schon dunkel, spät abends und stehst halt eben an der roten Ampel. So, vorne ist kein Radio an, mein Kollege und ich, wir haben uns auch nicht unterhalten, weil der Tag war schon ziemlich anstrengend und wir waren schon so richtig Bereitschaftszeit vorbereitet, ja, und wollten einfach nur zur Wache ins Bett. Ja, wir sitzen da und warten, bis es grün wird und mit einmal, wir haben uns sowas von erschrocken, ein Knall. Also richtig ein lauter Knall. Das Auto vibrierte so ein bisschen, der RTW, ne, schaukelte ein bisschen und noch ein Knall und ein Gebrülle von da draußen. Und ich gucke so in den Spiegel, ich war auf dem Beifahrersitz, gucke in den Spiegel und sehe, wie da ein Typ neben dem RTW ist und immer wieder mit dem Kopf gegen den RTW knallt. Immer so. Und brüllte irgendwas rum. Weil unsere Fenster waren oben, haben wir nicht verstanden, was. Ich sag, oh, ich sag, pass mal, bleib mal stehen. Da ist einer, der haut hier irgendwie immer mit dem Kopf gegen RTW. Mein Kollege, bist du bescheuert oder was? Was ist denn das? Ich sag, nee, warte, lass mal aussteigen, mal gucken. Naja, wir beide auf jeden Fall raus. Mein Kollege dann hinten so rum, um den RTW und ich vorne rum. Dem Mann erstmal an die Schultern gefasst, bevor er das nächste Mal mit dem Kopf gegen die RTW haut und sag erstmal so, ey, was ist denn hier los? Was hast du? Was hast du? Das ganze Gesicht von dem blutig und er sagt, ey, geh weg, geh weg, geh weg. Meinte aber anscheinend nicht mich, weil er mich nicht wegstieß, sondern er hielt sich dann an mir fest. Ich sag, ja, alles gut, ich geh gleich weg. Nein, nicht du! Nee, geh weg, geh weg! Ich sag, oh Gott, was ist denn jetzt los? Guck mich um, ist da irgendwo jemand? Nö. Ne, hätte ja sein können, dass er irgendwie verfolgt wird oder was, ne? Ist ja auch dunkel und so und war auch nicht so unbedingt die, ja, sag mal, beste Gegend, wo wir waren, ne? Also eigentlich so eine Gegend, wo man im Dunkeln mit runtergedrückten Knopf rumfährt, nicht? Was man so aus seinen Kindheitstagen auch kennt, wenn Mama und Papa gesagt haben, mach mal lieber Knopf runter. Naja, auf jeden Fall erstmal gesagt, so, komm mal mit rein. Eine riesen Delle schon an der Außenseite vom Koffer hinten, vom RTW. Erstmal rein in den RTW. Und er brüllte immer, geh weg, geh weg, geh weg. Und fuchtelte da immer rum, aber halt eben nicht in meine Richtung. So, war schon ein ordentlicher Akt, ihn da mit in den RTW reinzunehmen. Haben ihn erstmal hingesetzt, angeschnallt. So, und erstmal gesagt, so, was ist hier los? Ne, jetzt beruhig dich erstmal. Und dann sagt er, ja, geh weg, geh weg, geh weg. Ich sag, hallo, wer soll denn jetzt hier weggehen? Mann, nun beantworte mir doch mal meine Frage. So, und weil ich ein bisschen lauter wurde, hat er sich dann so ein bisschen gefangen und dann sagt er, ja, die Stimme im Kopf. Ich sag, was für Stimme im Kopf? Naja, wissen Sie, sagt er zu mir, ich nehme jetzt schon seit einiger Zeit Drogen und seitdem ich diese Drogen nehme, ist da irgendeiner bei mir im Kopf, der mir immer sagt, was ich machen soll. Und der hat gesagt, dass ich nicht mehr leben werde und der wird mich umbringen. Also habe ich einfach gedacht, ich hau mit meinem Kopf so ein bisschen irgendwo gegen. Ich habe das vorher auch schon mal gemacht, gegen eine Wand, war dann im Krankenhaus, dann war ein bisschen Ruhe und ab und zu kommt er denn mal wieder. Und jetzt eben gerade, wo ich über die Ampel, über die Fußgängerampel da gehen wollte, da ist das wieder so gewesen. Und dann bin ich erstmal zu ihnen gerannt und habe mit dem Kopf gegen ihr Auto gehauen. Das tut mir so leid. Und wenn ich das kaputt gemacht habe, ich bin gut haftpflichtversichert. Ich gucke meinen Kollegen an, der sagte das ganz vernünftig, der Typ. Ich guckte meinen Kollegen an, guckte ihn an. Ich sage, ist das jetzt gerade Ihr Ernst oder was? Ja, seitdem ich diese Drogen nehme, ich weiß gar nicht, warum diese blöden Stimmen im Kopf da sind. Ja, gut. Also wir haben den Typen dann erstmal natürlich mit ins Krankenhaus genommen aufgrund der Gesichtsverletzung. Er wurde danach auch psychiatrisch begutachtet. Aber liebe Freunde, lasst euch eins sagen, wenn ihr solche Stimmen im Kopf auch mal hören solltet, könnte es sein, dass das an den Drogen liegt.